So, weiter geht's. Ich habe gerade gesagt, dass Astrakhan oben wahrscheinlich ein Fehler war, weil während der Rebellion, die ich brauche, um zu konvertieren, werde ich relativ schwach erscheinen und dementsprechend potenziell eher angegriffen werden. Die Frage ist halt, ob die Osmanen mich beschützen oder nicht. Ja, ist halt die Frage, wie lange die Osmanen noch meine Freunde sind. Das kann sich halt auch schnell verändern. Wow, Aragon geht ab. Österreich, England, Moskau, Bachmanis. Bachmanis. Ist halt aktuell so ein bisschen die Frage, ob ich halt irgendwie den Hauch einer Chance habe, so ein bisschen Zahlen hinter mich zu bringen, um die KI potenziell abzuschwächen, wobei ich ja eh nicht schlecht dabei bin eigentlich, gell? So, Ungarn, Bachmanis, alles andere ist wahrscheinlich fast schon nicht interessant. Man kann zum Beispiel so ein Zweckbündnis mit Jakan wahrscheinlich schon mal überlegen, einfach so minimalst noch Zahlen hinter sich zu bringen. Du verstehst nicht, worum es mir geht, Cake Time. Das Problem ist, die KI sieht, oh, der hat eine riesen Rebellion. Greifen wir ihn an. Das ist mein Problem. Es geht nicht darum, dass mich die Rebellion irgendwie besonders schwach machen würde, sondern die Tatsache, dass die KI denken wird, dass ich schwach bin. Und das kann unter Umständen noch viel schlimmer sein. So. Meine Provinz mit dem absolut höchsten Support Limit. Ich bin auch der Meinung, dass es da eine bessere Karte geben sollte. Aber es dürfte schon. Ja, gut, Mandasaran. Knapp, aber nicht weit. Ja, genau. Also ich bin nicht so schlecht, wie ich immer denke. Das muss ich sagen. Ich denke mich immer schwächer, als ich bin. Das ist so ein Problem, das ich gerade habe. Ich kann jetzt mit Karakundo angreifen. Shirvan, okay. Das ist immer die Frage, machen die Osmanen mit? Das ist nämlich. Momo, ach so, entschuldigt, okay. Durchatmen, nachdenken. Oh, und zwar, ich will die Osmanen nicht in meinem Krieg gegen die Karakundonesen dabei haben, sondern in meinem Krieg gegen Oman. Ich habe gerade Oman und Karakundo verwechselt, weil beim Oman hilft Mamelucken. Da will ich die Osmanen dabei haben. Karakundo mache ich alleine, weil sonst kriege ich wieder den Zeit. Ernsthaft. Scheiße. Sonst kriege ich nämlich wieder die Zeitverzögerung, die ich nicht haben will. Das Bündnis Timuriden-Krim ist echt nicht cool. Ah, dazu werden wir uns ein andermal bekennen. Genau, Schattending hat es auch gerade gesagt. Gegen Karakunlu brauche ich. Das definitiv nicht. Wenn du den großen Lag zwischen Chat und. De also den großen Delay, Lag ist der falsche Begriff hier, dann machst du mir Angst mit dem Begriff Lag. Wenn du einen großen Delay hast, mal neu laden. Das kann unter Umständen den Delay beheben. Man, eventuell ist er aber auch einfach so hoch, weil es deine Qualitätseinstellung. Je schlechter die Qualität einstellt, desto höher wird dein Delay sein, weil er das ja dazwischen komprimieren muss, damit er es dir schicken kann. Das hier oben wird extrem ungemütlich. Die sind uninteressant. Die sind sehr interessant, 4,4 Jahre. Das sind irgendwie die Armeen falsch rum verteilt. Entschuldigung, wobei ich sie auf jeden Fall nicht in Karatli angreifen will. Truppenlimit ist 36, ich könnte noch ein paar Truppen bauen aktuell. Welche Zeitverzögerung meinst du, Thimmend? Also, dass er sagt, hey, das gilt ja für den Spieler nicht, Thimmend. Die KI kann dich jedes Jahr in den Krieg einladen. Das ist nur für die KI, nicht für dich. Du kannst dich ja selber entscheiden, ob du ihnen dann hilfst oder nicht. Glaube ich zumindest. Ich muss geschehen, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht.
Aber ich glaube, ich bin mir da bin relativ überzeugt davon, dass es nur für die KI gilt. Haha, ein Fernkampfanführer. So, sie werden den Hordenbonus kriegen, aber ganz ehrlich, die sind mir drei Tech-Stufen unterlegen. Portugal und England, was ist denn da passiert? Tunesien, Marokko? Marokko. Ja, deswegen ist es auch wichtig, dass ich sie in den Krieg mit dem Oman und Mamelucken ziehe, damit sie einen neuen Waffenstand mit den Mamelucken kriegen. Wann ist eure aktuelle vorbei? 15, 18. Okay, habe ich noch ein bisschen Zeit. Ja, muss das alles sehr genau planen, was man tut. Nein, du machst nicht mit. Wir kämpfen auf Eroberung. Will ich denn ernsthaft was für mich erobern in dem Krieg? Eigentlich ja nicht. 25, 34. Da haben die einen Anspruch, das kriegen sie auch. Ich werde da für mich, glaube ich, nicht wirklich was erobern. Ich könnte mir die beiden Provinzen nehmen. Welcher 10 Jahre Beschränkung? Ich glaube, den Krieg werde ich hauptsächlich für den Irak, für danach den Irak annektieren, damit ich stärker bin. Und der Irak nicht meine Sachen annektieren kann, nicht meine Rebellen bekämpfen kann. Ach, die fällt wieder weg, die Rufzinswaffenbeschränkung. Ach ja, stimmt, wegen dem diplomatischen Feedback. Das ist, glaube ich, ein DLC-Feature. Genau, mit dem diplomatischen Feedback. Es ist auch, glaube ich, DLC müsste jetzt in meinen Cossacks Dings reinschauen, dann wisst ihr es sicher. Liege ich nur gerade, wenn ich nur für Persien erobere, kann ich eigentlich auch mit dem Rückeroberungskriegsgrund an die Sache rangehen. Bzw. jetzt erobere ich die zwei für sie. Ja, dann machen wir den hier, Mosul. Festungen habt ihr ja nicht mehr viele, oder? Doch, ihr habt da unten noch eine, nicht cool. Und da ist auch noch eine. Gott seid ihr scheiße. Irak, hol dir mal bitte das da. Werdet beide offensiv. Oh, renn, lauf! Er kommt doch im September an. Yes! Nein! Nein! Das ist mir egal, den greife ich jetzt an. Den hole ich mir. Das schaffe ich. Ich will diese Festung haben. Das ist vielleicht der letzte Fehler, den ich in diesem Krieg mache, aber ich will es haben. Die war auch aus. Wie geil ist das denn? Was geht viel besser? Ach, das ist ja lächerlichst. Lächerlichst. Null Gegenwehr vorhanden. Lauter ausgeschaltete Festungen. Irak, dass du mich bewegen dürftest. Danke. Das ging ja schnell. Verdammt. Ja, ich habe doch genau gewusst, dass das keinen Unterschied macht. Und nein, ich mag den Rückeroberungskriegsgrund nicht besonders, weil er nicht besonders viel wert ist in meinen Augen. Aber es kann sein, dass ich da irgendwas falsch im Kopf habe. Letztes Mal hat mir irgendjemand gesagt, dass ich das irgendwie falsch verstanden habe, glaube ich. An irgendwas erinnere ich mich da so ganz grob.
So, das, die dürfte eigentlich auch nicht lange leben, die Festung. Na gut, sie haben immerhin 160 Leute. Aber da, sobald da die Dings fällt, die Mauer stürmisch sollt. Provinz fällt auch gut, sehr schön. Ich habe einen Missionar in Mosul, gut zu wissen. Das ist nicht der von mir, logischerweise. Die hatten ihre Hauptstadt nicht in ihrer eigenen Religion. Mosul ist nicht ihre Hauptstadt. Ich sag schon gar nichts mehr. Mauerfall. Das Problem ist ja beim Rückeroberungskriegsgrund ist, du kriegst Boni auf das Rückerobern von Provinzen, was ohnehin schon sehr billig ist, auch wenn du es mit dem Eroberungskriegsgrund machst. Aber du kriegst halt für Eroberungen, auch wenn du einen Anspruch hast, mehr aggressive Expansion, als wenn du es mit dem Eroberungskriegsgrund machen würdest. Und so wie es ich im Kopf habe, es kann sein, dass das falsch, dass ich mich da einfach täusche, kriegst du halt beim Eroberungskriegsgrund, kannst du trotzdem relativ problemlos Rückeroberung machen, weil es ja ein Core ist und es ist ja sowieso unproblematisch. Aber in dem Moment, wo du eine Rückeroberung machst, kannst du zwar ohne diplomatische Kosten, aber mit relativ viel aggressiver Expansion Dings erobern, Provinzen erobern, die auf die du einen Anspruch hast. Das ist halt immer problematisch. So, lala. Ah, ja. Ja gut, oh, ich habe eine Pause drin. Du müsstest halt mit dem Krieg vergleichen, denselben Friedensvertrag mit dem Krieg vergleichen, den du im Eroberungskriegsgrund gemacht hast. Das wäre das Hilfreichste. Ich weiß es gerade auch einfach nicht mehr. Na los, Festungen, fallt einfach. Da ist kein Auf, da kommt es schon böse. Und da kommt er für die, wenn es vorher fertig, obwohl hier kaum Männer drin sind. Gut, dass ich meine Vasallen habe. So. Wie ist das jetzt hier?
Gibt sehr wenig aggressive Expansion. Das ist 9. Okay. Wenn wir das jetzt vergleichen. Das gibt trotzdem mehr, obwohl es der Eroberungskriegsgrund ist. Das passt irgendwie nicht. Oh, schade. Also ich will eigentlich, dass sie mal das hier Georgien freilassen, obwohl will ich, dass Georgien frei ist. Habe ich ernsthaftes Interesse daran, dass Georgien frei ist? 9,5. Das macht jetzt echt keinen Unterschied, ob ich es erobere oder ob ich es über Rückeroberung mache. Keinerlei Unterschied. Ich habe auch mit dem Eroberungskriegsgrund angegriffen. Na komm, Fall halt. ...52 Machtprojektionen, sehr schön. Ich habe gern über 100 Machtprojektionen. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Jetzt muss ich aber aufpassen. Jetzt hätte ich die zwei Provinzen gerade für mich erobert. Macht aber trotzdem keinen Unterschied, lustigerweise. Das ist auch interessant. Also, die hätte wahrscheinlich trotzdem der Irak gekriegt, obwohl ich sie besetzt habe. Er ignoriert das. Passt schon so. Ah, ich habe noch die minus 3. Wie lange habe ich ihn noch? 6 Jahre lang. Soll trotzdem schon anfangen. Okay. Jetzt werde ich wahrscheinlich einen neuen Rivalen brauchen innerhalb des nächsten Tages. Ich weiß auch schon, wer es sein wird. Vielleicht des nächsten Monats. Weil ich kann ihn auch so ändern, aber so muss ich für eine diplomatische Macht zahlen. Warum wollen die eigentlich alle auf einmal Dings werden? Das hatten sie auch früher auch nicht, die Sucht. Das ist Drecks-Tscherkessien. Der Call auf jeden Fall gewählt, bevor ich den Normanen angreife. Falls nur Griechen oder Griechen nicht. Ach, Basra, Schwachsinn. Aber ich eh für den Irak.
15, 8, also ab 15, 18 baut sich hier mal Unruhe auf. Es dauert trotzdem noch eine Zeit lang, bis es dann wirklich passiert. So ist es dann auch wieder nicht. Es ist auch nicht so, dass ich 15, 18 sage und ich im Jahre 15, 18 sage, zack, und jetzt bin ich's. Sondern es dauert dann noch mal ein bisschen. Hey, ich könnte mich auch mit ihnen verbünden. Vasangadi ist gut, wenn ich mitmacht. Bin am jeden froh, der nicht mitmacht. Wo ist denn Achso, Vasangadi wäre aber echt wurscht. Ajuran ist unproblematisch normalerweise. Die haben immerhin 8. Also wie gesagt, bevor ich die Omane angreife, will ich die Mamelucken als Rivalen haben. Frage jetzt nur, ob es nochmal der Meinung ist, dass Karakunu nicht zu schwach für mich geworden ist. Oder ob ich die 100 Diplo zahle. Ja, darüber reden wir die ganze Zeit, Maranalf, immer mal wieder, keine Sorge. Das ist die große Frage, ob die Osmanen eventuell noch lang genug auf unserer Seite sind. Solange sie die Levante-Mission haben, sollte ja alles in Ordnung sein. Du hast alles verpasst, Ratholz. Gut, wir machen einen kurzen Schnitt.